Der Bystander-Effekt. Was ist das und was hat das mit einem Anwalt zu tun? Die Antwort gibt's jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund um das Recht interessieren, dann lasst gerne ein Abo da. Heute geht's in meinem Video um ein ernsteres Thema, den sogenannten Bystander-Effekt oder auch bekannt als Zuschauereffekt. Laut Definition ist der Bystander-Effekt das Phänomen, dass einzelne Augenzeugen eines Unfalls oder eines kriminellen Übergriffs mit nachlassender Wahrscheinlichkeit eingreifen oder Hilfe leisten, wenn weitere Zuschauer anwesend sind oder hinzukommen. Das hängt damit zusammen, dass jeder Beteiligte der Meinung ist, ein anderer wird schon eingreifen. Die Schuld und die Verantwortung werden dann also von Person zu Person abgegeben bzw. übertragen. Bis dann endlich einer eingreift, kann es aber schon zu spät sein. Wenn aber einer als Initialzündung eingestiegen ist, steigen meistens mehrere Helfer mit ein. Und hier stellt sich nun die Frage, ist es wirklich so, dass die Verantwortung abgegeben wird? Es könnte ja auch jemand anders helfen. Hierzu ein ganz klares Nein. Jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Und wenn man bei einer Situation zuschaut, aber nicht zu Hilfe kommt, kann dies ein klarer Fall von unterlassener Hilfeleistung sein. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Das Strafgesetzbuch sagt in § 323c hierzu, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ist also insbesondere keine erhebliche Eigengefährdung erkennbar, kann man zwar die Verantwortung auf andere abwälzen, die Geld- oder Haftstrafe aber nicht. Wenn eine sichtliche Eigengefahr zu erkennen ist, kann man trotzdem helfen, indem man weitere Personen um Hilfe bittet und in jedem Fall die 110 oder sogar die 112 wählt. Wer so eine unterlassene Hilfeleistung begangen hat, wird einen Anwalt brauchen, der ihn gegen den Tatvorwurf verteidigt. Und so kann der Bystander-Effekt durchaus auch die Tätigkeit eines Anwaltes tangieren. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Über ein Like von euch freue ich mich sehr. Mehr Videos zu skurrilen Gesetzen findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss.